So, servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strategic Command World War One gegen Solrak. Und wir befinden uns gerade im Ladebildschirm. Es ist ja wirklich eine sehr, sehr kritische Situation aktuell in Serbien. Ich bin wirklich angespannt, wie das zu Ende geht. Also ich bin wirklich froh, wenn es vorbei ist. Dann ist ist da erstmal das Kritischste erledigt. So, der Osmane rückt vor, wie erwartet. Und Österreich besetzt serbische Städte. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Serbien auch Konvois bauen kann. Weil ansonsten war diese ganze Aktion umsonst und wir haben da einfach eine riesige Niederlage erlitten. Oh, okay. Ah! Das tut weh! Okay, es werden weitere Truppen verlegt. Das Deutsche Reich versucht hier einen Angriff, aber kommt nicht wirklich rein. Sehr gut, okay. Auch hier minus 13, minus 2. Das sind immer noch sehr gute Angriffe für uns. Okay. Das dann soweit dazu. Jetzt als allererstes, bevor ich mir die Denkpause gönne, möchte ich das testen. Mit euch zusammen. Okay, wow. Nisch-Hauptstadt, Pristina-Hauptstadt, das Deutsche Reich feiert den Kriegsantritt des Osmanischen Reiches. Österreich begrüßt, die osmanische Moral sinkt aufgrund des Verlusts von Basra. Serbien, die Städte erobert, Regierung nach Bulgarien beobachtet mit Interesse. Italienische Nationalisten sind unterwegs. Genau, die Blockaden sind aktiv. Der Kedi von Ägypten wendet sich gegen Großbritannien und Großbritannien setzt den Khediven einfach ab. So. Und Kalibknecht spricht sich im Reichstag offen gegen den Krieg aus. Ja, sehr schön. So. Die Bedeutung von Gallipoli. Winston Churchill, der erste Lord der Admiralität, ist der Meinung, dass wir der osmanischen Moral einen schweren Schlag versetzen können, wenn wir Gallipoli erobern würden. Churchill vermutet zudem, dass sich einige der neutralen Mächte in der Region durch einen solchen Erfolg ermutigt fühlen würden, auf unserer Seite in den Krieg zu ziehen. Dafür wäre es empfehlenswert, zuerst Zed el-Bahr zu erobern und danach nach Gallipoli vorzurücken. Wenn Gallipoli erst einmal unter unserer Kontrolle ist, können wir unsere Marine ins Marmara-Meer entsenden, um die osmanische Schifffahrt und sogar Konstantinopel selbst ins Visier zu nehmen. Ja. Herr Premierminister, oh, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Der Beitritt des Osmanischen Reiches zu den Mittelmächten könnte unsere Position in Ägypten gefährden. Am besten würde sie sich dadurch festigen lassen, dass General Sir Ian Hamilton das Kommando in Ägypten erhält. Die logistische Unterstützung, die General Hamilton benötigen würde, um in Alexandria eine HQ-Einheit zu bilden, würde 150 kosten. Das machen wir natürlich. Genau, das heißt Mediterranean Expeditionary Force, okay. Sir Ian Hamilton ist ein erfahrener Offizier, der im Burenkrieg gute Dienste geleistet hat. Ach Gott, so einer ist das also. Und zweimal für das Victoria-Kreuz empfohlen wurde. Es könnte von entscheidender Bedeutung sein, ihn zum Kommandanten unserer Streitkräfte in Ägypten zu ernennen, wenn wir verhindern wollen, dass der Feind Ägypten erobert. Darum wird empfohlen, dass sie sich für Ja entscheiden. Ja, natürlich. Machen wir. Das war ja der Plan. Dass wir hier mit dem weiteren HQ operieren. Und das war's auch schon. Jetzt bin ich... Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Bitte. Bitte. Ja! Okay. Ich war... Alter. Gut. So. Okay. Ich gönne mir kurz eine Denkpause. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und ich habe mich entschlossen, einmal ganz kurz einen Statusbericht quasi zu machen. Also so 5. Dezember 1914 Stand des Krieges oder so. Einfach mal so eine gesamtstrategische Analyse. Das, wenn es euch nicht interessiert, dann überspringt gerne die nächsten, ich schätze 5 Minuten wird das dauern oder so. Mir geht es einfach darum, dass auch die, die so ein bisschen mitdenken und mitfiebern wollen, so ein bisschen das genau können. Das ist eben der Charme, finde ich, an Strategic Command, dass man eben auch, wenn man das Spiel nicht hat, das Spiel nicht mal kennt oder so, dass man auch dann mitdenken und mitfiebern kann bei so einem Let's Play und sich selber auch seine überlegen könnte, was könnte man als nächstes machen. Genau, wir sehen zunächst mal, würde ich mal mit Italien anfangen, wir sehen, dass Italien, also die Nationalisten in Italien jetzt schon den Kriegsbeitritt fordern. Das bedeutet, Italien sollte, wenn es die Gebiete nicht bekommt hier,
relativ bald in den Krieg eintreten. Italien hat 10% Mobilisierung, die geht jetzt, glaube ich, auch langsam hoch. Dann kriegen wir immer mehr MPP. Das ist dann alles gut also mit Italien. Das nächste Land, worum es geht, ist Frankreich. Die Westfront ist ja aktuell zu einer, sag ich mal, zu einem Sitzkrieg verkommen. Hier wird kaum gekämpft. Wir schauen, wenn wir mal günstige Angriffe kriegen, dass wir die mal auch durchsetzen, dass wir vielleicht auch mal reinrotieren, um ein Korps aus dem Spiel zu nehmen. Aber unter dem Strich ist die Westfront eigentlich eingefroren. Wir haben hier ein paar Korps zur Sicherung abgestellt und hier ein paar Korps für eventuelle Marineoperationen. Aber auch das aktuell nicht so relevant hier. Die eigentlich interessante Front ist Afrika aus meiner Sicht. Da wird aktuell wahnsinnig gekämpft. Hier im Mittelmeerraum Serbien, hier und auch hier hinten. Das schauen wir uns gleich an. Großbritannien bespielt nämlich jetzt diese Front hier. Da müssen wir uns, das müssen wir uns wirklich gut anschauen. Wir haben hier das Indian Colonial, okay, das heißt hier einfach Indian Koloniales Corps. Das ist irgendwie so gemischt. Dann haben wir hier das erste ANZAC Corps. Und hier das einfach erste reguläre Korps. Ziemliche Elite-Truppen eigentlich. Mit denen sollten wir auch in der Lage sein, hier gut vorzupushen. Uns fehlt allerdings eine Artillerie. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass wir die tatsächlich kriegen. Also, dass man als England eine Artillerie in Ägypten kriegt. Hier 10. März 15. Ich weiß nicht, ob die in Ägypten einzusetzen ist. Ich glaube es fast. Na gut, ansonsten haben wir noch hier unten eine Front, da bringen wir jetzt unseren Befehlshaber ran, da haben wir eine Abteilung, da brauchen wir aber definitiv mehr Truppen. Ich bin noch hin und her gerissen, ob wir dieses Kavalleriekorps gleich entsenden, um hier Druck zu machen. Mal sehen. Dann haben wir natürlich hier die Front in Serbien, wo wir aktuell wirklich im geordneten Rückzug sind. Wir können Serbien verschiffen, das ist sehr, sehr gut. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir die serbischen Truppen so schnell wie möglich rausbringen. Wir haben hier irgendwo noch ein U-Boot rumfliegen. Das könnte jetzt entweder im Hafen sein oder noch hier irgendwo auf See. Müssen wir gucken. Ich würde den Zerstörer dann vielleicht einmal zum Spotten schicken oder so einen Kreuzer irgendwie. Mal gucken. Und genau, was ich noch zeigen wollte. Wir haben in den Berichten, können wir uns ganz genau anschauen, wer was verloren hat. Also wir haben, Verluste hier zum Beispiel. Wir haben 7 russische Einheiten, 3 serbische, 1 französische, 8 österreich-ungarische und 1 deutsche Einheit wurden bisher verloren. Man kann sich dann auch ganz genau anzeigen, was das alles ist. Also zum Beispiel die Russen haben 4 Seeminen in Anführungszeichen verloren, auch wenn die nicht zur Statistik dazu zählen. Einen Zerstörer, einen leichten Kreuzer, 2 Kavalleriekorps, 2 Korps und eine Abteilung, genau. Division gibt es ja nicht bei uns hier. Genau, und auch die Briten zum Beispiel haben noch gar nichts verloren. Die Franzosen haben bisher nur einen leichten Kreuzer verloren. Die Serben haben 3 Abteilungen verloren. Also, es ist alles ganz human. Man kann sich aber noch viel mehr anzeigen lassen. Man kann sich zum Beispiel auch so geheimdienstberichtmäßig anzeigen lassen. Wie viel nimmt jedes Land durch Konvois ein? Dann kann man hier sagen, okay, das UK nimmt etwa ja, so 160 bis 120 pro Runde durch Konvois ein. Frankreich hier 25 ungefähr, Italien 0, Serbien inzwischen auch 0, hat mal 40. Russland inzwischen 50 durch den Konvoi aus dem Vereinigten Königreich, die USA 0. Deutschland 60, inzwischen noch ungefähr 30, dadurch, dass wir Norwegen geklaut haben. Das ist wirklich, wirklich gut. Dann, übrigens, wir haben jetzt Norwegen auch richtig, gell? Also wir kriegen jetzt richtig Einnahmen. Das haben wir am Ende der letzten Folge, glaube ich, auch schon festgestellt. Es gibt jetzt hier, wo eigentlich? Hier, diesen Konvoi, der von hier oben runter geht bis nach hier, nach Schottland. Das ist super, super gut. Und wir sollten unbedingt, was gleich als erstes die beiden Marken von Großbritannien auf Norwegen, die hier verbraucht wurden, erneuern. So, haben wir wieder unsere 25%. Und mit Frankreich beeinflussen wir ja Belgien. Das ist so der Plan. Gut, damit haben wir auch mit England schon fast alles ausgegeben, was wir ausgeben können. Wir müssen natürlich schauen, dass wir Truppen verschiffen. Das wird auch gleich noch interessant. Okay,
Das soweit dazu. Was ich eigentlich noch anzeigen wollte, ist die Geschichte, genau, Deutschland, die Einnahmen und Ausgaben für Forschung und Diplomatie. Deutschland hat bisher 945 MPP in Forschung investiert. Das ist sehr, sehr viel. Österreich-Ungarn immerhin 500. Wir haben 420 und insgesamt 350 in Diplomatie investiert. Mit Großbritannien auch nicht so wenig. Dann haben wir 650 in Forschung investiert und 250 in Diplomatie mit Frankreich. Okay, gut, soweit dazu. Dann müssen wir schauen. Ich glaube, wir entsenden tatsächlich dieses Kavalleriekorps für Persien hier unten. Persischer Golf. Moment. Oh Gott. Wenn das in der Aufnahme passiert, da fühle ich mich immer so ein bisschen doof. Aber zum Glück auch nur einmal. Es gibt auch so Niesattacken, wenn ich so achtmal niesen muss. Also bisher haben wir noch keine U-Boote gefunden. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Wir durchsuchen trotzdem mit unseren Zerstörern fleißig weiter das Gebiet. Ich würde auch hier gerne weiter spotten. So. Können halt fast die gesamte Nordsee aufdecken. Wir sollten vielleicht das auch mal systematisch machen, dass wir einfach so mit unseren Schiffen von oben nach unten fahren, dass wir wirklich alles aufdecken. Wir könnten einfach mit so einer Reihe so blips einmal so durchfahren und wenn wir ein Schiff entdecken, dann einfach mit allen Schiffen dorthin. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Weil er kann diese Blockade halt nur überwinden mit Schleichfahrt. Er kommt da nicht durch mit normaler Fahrt, soweit ich weiß. Also wenn ich das regeltechnisch richtig weiß. Und dementsprechend muss er, also Schleichfahrt hat man keine so große Reichweite und kann auch nicht kreuzen. Dementsprechend muss er irgendwo hier quasi mit Schleichfahrt dann einmal hier so drüber hoppeln. Und hier nochmal dieselbe Situation. Also das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich von der Taktik her, wenn wir sowohl Nah- als auch Fernblockade machen. Finde ich eigentlich ganz smart. Gut, wir haben hier schon einmal verschifft. Genau dieses Korps würde ich eigentlich ganz gerne verstärken. Die Frage ist halt, wir haben noch 14 MPP mit Großbritannien. Das wird nicht mal Folge. Ah, wir hätten, glaube ich, nur eine Marke ausgeben sollen. Das war ein bisschen vorschnell. Aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Gut, ich würde gerne mit diesem Kavalleriekorps hier vorrücken. Mit euch nach hier. Mit dem Kavalleriekorps nach hier. Dass wir wirklich hier schön alles einnehmen. Ich würde gerne auch einmal hier spotten. Greifen wir mal hier an. Dass wir diese beiden Felder auch sehen. Tun wir aber nicht. Ich dachte, das wird aufgedeckt. Okay. Ungünstig. Ziehen wir euch mal nach vorne. Diese Abteilung brauchen wir eigentlich nicht, gell? Euch ziehen wir mal. Oder? Euch ziehen wir nach hier. Der Befehlshaber braucht noch ein bisschen. Dich ziehen wir nach hier über Kairo. Dich ziehen wir nach da. Du wirst an die Front gebracht. Und ich glaube, wir sollten Abteilungen noch nicht angreifen. So. Okay. Dass wir hier auf jeden Fall mal die drei Einheiten haben. Ich glaube nicht, dass sie uns hier rauspushen können mit dem Kavalleriekorps. Diese Abteilung, ja. Bin mir nicht sicher. Haben wir hier irgendwo Partisanen? Nee, haben wir nicht. Hier haben wir die italienischen. Da will ich ja eben italienische Abteilungen hinbringen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir rücken mal ein bisschen nach, aber behalten die so in der Hinterhand vielleicht, um irgendwelche Positionen abzudecken oder so. Das ist nicht schlecht. Da müssen wir auch schauen. Ich würde den gleich mal auf halbautomatisch setzen. Und dann, dass wir mit diesem Befehlshaber wirklich die Frontstellungen unterstellen. Gut, genau. Unsere Landung hier muss natürlich gut vorbereitet sein. Hier in Tripolis und Beirut. Da müssen wir dann schauen, dass wir unsere Flotte jetzt peu à peu nach Osten verlegen. Ich möchte aber vorher noch einmal ganz kurz den Schlachtkreuzer hier nutzen, um hier zu schauen, ob das U-Boot hier vor Anker liegt. Nein, hier liegt ein Schlachtschiff. Ah, okay, aber immerhin zwei Schaden auch gemacht. Das war vielleicht sogar kein so schlechter Deal. Hier liegt es auch nicht, okay.
Können wir eventuell das U-Boot sogar noch finden? Komm. Hier mit Schlachtschiffen auf U-Boot-Jagd. Nehmen wir die U-Boote auch noch raus. Die wollte ich ja eigentlich reparieren, aber gerade das Englische können wir ja gar nicht reparieren. Wir haben nicht die MPP dafür. Oh, wohin ist der abgehauen? Krass, okay. Okay. Scheint, dass wir das nicht finden hier. Dann bringen wir mal den Flugzeugträger schon mal hier in Stellung. Vielleicht das U-Boot. Den Zerstörer. Hier den leichten Kreuzer würde ich auch mal in die Gegend bringen. Einfach damit wir hier schön alles abdecken. Auch den leichten Kreuzer. Bringen wir vielleicht mal gleich hier in den Hafen. Dieses U-Boot würde ich dagegen jetzt tatsächlich reparieren. Das können wir um 3 reparieren, auf 8. Ich weiß nicht, ob wir das, also ob quasi die Maximalstärke des U-Boots gecappt ist oder die Maximalreparatur. Wisst ihr, was ich meine? Also ob wir das in einem 5er Hafen maximal auf 8 reparieren können oder ob wir es maximal um 3 reparieren können. Ich würde es gerne ausprobieren, deswegen mache ich das jetzt. Damit wir das für die Zukunft wissen, ob wir diese Häfen prinzipiell auch zur Verbesserung auf 10 nutzen können. Gut, dann haben wir hier noch ein Core, was sehr wichtig ist. Wir haben jetzt natürlich hier überall aufgeklärt. Das sollte eigentlich also kein Problem sein. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen weißen Fleck, aber ich hoffe mal, wir lassen mal das andere Core vorausfahren. Wenn es hier einen Feindkontakt gibt mit dem sehr beschädigten U-Boot, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ah, jetzt habe ich natürlich hier den Hafen freigezogen. Ah. Okay, das ist ärgerlich. Nicht freigezogen, sondern was reingezogen, meine ich. Das ist ärgerlich. So, hier wird gekreuzt, okay. Ah, und hier können wir an Land. Sehr gut. Mit dem zweiten Chor. Das ist ja unser Elite-Chor auch. 12er Elite-Chor, genau. Da haben wir ja das erste und zweite Chor. Genau, die Ensec-Truppen sind, glaube ich, auch Elite, genau. Und dieses indische Chor auch. Genau, damit haben wir eigentlich alles bewegt hier, was wir bewegen können. Wir könnten von Alexandria da noch irgendwie vormarschieren, aber da ist halt die Bahnlinie. Das bringt jetzt nichts. Hier haben wir auch noch eine Abteilung, die würde ich auch erstmal stehen lassen. Also hier kann der Gegner nicht landen. Da müsste er tatsächlich diesen Hafen hier erobern, Suez. Und ich glaube nicht, dass er dazu in der Lage sein wird. Also solange wir halt hier in der Abteilung stehen haben, definitiv nicht. Ansonsten brauchen wir hier keine Landungen fürchten. Theoretisch, wenn wir Suez freiziehen, könnte er hier landen, dann hätte er hier Supply und könnte dann die Front von hinten so aufrollen. Aber das glaube ich aktuell, wie gesagt, nicht so. Was ich jetzt noch machen würde gerne, ist einmal hier Sicht erzeugen. Okay, er hat hier keine Truppen. Dann landen wir unser Haku in Basra. Und dann schauen wir mal, wie ist die Versorgung nächste Runde? Von 5 geht sie hoch auf 8. Das ist der Plan, Leute. Sehr, sehr gut. Okay. Der French-Befehlshaber. Gut. Der kriegt dann auch noch ein paar Kavallerietruppen. Eben auch französische. Das ist ja der nächste Plan. Machen wir aber erstmal ganz kurz systematisch. Also wir haben jetzt hier, glaube ich, alles abgehakt im östlichen Mittelmeer. Auch Ägypten ist komplett abgehakt. Ihr könnt euch nicht mehr verschanzen. Gut, dann kommen wir kurz zur russischen Osmanenfront. Nee, hier haben wir noch einen Zerstörer, okay. Das U-Boot ist weg. Naja, ich sehe es nicht mehr. Verdammt. Und dieser Schlachtkreuzer könnte auch jetzt dran glauben müssen. Ich hoffe, es ist nicht so. Ja, ärgerlich. Okay, so. Truppentransport. Und euch bringen wir auch in Richtung Persischer Golf. Und Truppentransport.
So. Wir können auch noch den... Warte mal, dann als nächstes den Befehlshaber. Um den direkt nach Ägypten zu bringen. Und von Ägypten aus landen wir dann mit dem Befehlshaber hier. Ich glaube, Landungsboote sind auf dieselbe Weise gecapped wie Transporter, oder? Produktionslimit von amphibischen Transportern. Sind Landungsboote amphibische Transporter? Ich weiß ja nicht. Ah, Leute, das ist schwierig. Also, das wäre halt so gut zu wissen, wie viele Landungsboote wir gleichzeitig bauen können. Ich weiß nicht, sind die auf dieselbe Weise gecapped? Hier ist es nicht mit drin. Siegkriegsführung, Führung und Kontrolle vielleicht? Einzel von Einheit. Ne, da geht es nur um Befehlshaber. Logistik? Bildlimit für Transporte. Okay. Jede Stufe verringert die Kosten für Verlegung und reguläre Transporte um 10% und erhöht auch das Bildlimit für Transporte. Um 1. Da haben wir schon Stufe 2 mit Frankreich und auch mit England. Interessant. Aber ich weiß nicht, ob das halt Transporte sind oder... ist schwierig. Na gut. Wie angekündigt, jetzt mal ganz kurz die Russlandfront, damit wir die auch abhaken können. Hier können wir nichts machen, das ist ganz klar. Wir rücken einmal mit der Abteilung hier vor, um hier was zu sehen. Und dann mit dem Gebirgsjägerkorps können uns dann hier in Ritze eingraben. Riese wahrscheinlich. Und dann müssen wir schauen, dass wir natürlich hier langsam aber sicher die Versorgung aufbauen. Wie schaut die denn nächste Runde aus? Gar nicht mal so übel. Hier könnten wir auf jeden Fall vorrücken, der Berg Ararat, ja. Hier 7, 6. Wenn wir dieses Feld hier mit dem Chor besetzen könnten, das wäre super. Machen wir es mal so. So, okay. Euch bringen wir auch ran. Die Garnisonen können mal hier die Lücken füllen. Das ist kein Problem. So. Euch, ich weiß nicht, ob wir diese Stellung hier wirklich angreifen wollen. Ob das so gut ist, jetzt gerade im Winter. Ich glaube, wir sollten eher dann uns auf eine Frühlingsoffensive hier beschränken. Gut, ich glaube, wir machen sonst nichts erst einmal. Warten wir, bis der, so oder so warten wir, bis das Haku ein bisschen weiter vorne ist, bevor wir handeln. Ich glaube, das Haku sollten wir auf diese Strecke hier bringen. Habe ich mir gedacht, hier, dass wir das vielleicht im Endeffekt hier positionieren. Das ist dann Supply sowohl hier hin verteilt als auch hier runter. Genau, soweit dazu. Ansonsten können wir uns hier unten auch nicht bewegen. Dann kommen wir jetzt zum großen Ausschiffen, zur sensiblen Serbienfront. Truppentransport und wir kreuzen und können direkt in einen Hafen, okay. Wir könnten nach Ägypten oder wir könnten wahrscheinlich auch nach Frankreich, ja. Das würde gehen. Warte mal, du kannst dich nicht mehr ausschiffen. Genau, unsere Limits sind erreicht. Dann bringen wir euch mal darüber. Genau, und du, zweites Armeekorps, gehst nach Marseille und schiffst dort aus. Sehr gut. Okay, damit haben wir schon mal ein Korps gesichert. Oh Leute, das freut mich. Sehr, sehr gut. Okay, dann als nächstes würde ich ganz gerne eigentlich... Also eigentlich will ich ja Jankovic retten, aber rein rollenspielerisch wäre es natürlich sinnvoller, Putnik zu retten. Das ist so ein bisschen das Ding. Also Putnik ist ja der Oberbefehlshaber und Jankovic ist eigentlich nur so ein, nicht Kondottier, sondern wie heißt das, Attaché, genau. So ein Berater quasi. Aber er ist halt der bessere Mann. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich sogar sinnvoller, ihn zu nehmen. Hier Gegenangriffe bringen jetzt nichts. Zumindest nicht so wirklich. Hier haben wir Versorgung 5. Wie geht denn die nächste Runde hoch? Gar nicht, okay. Und wir ziehen uns hier natürlich weiter kämpfend zurück. Das ist ganz klar. Warte mal. Dich bringen wir dann tatsächlich mal nach Tirana. Dann sollte da auch Versorgung 7 sein, glaube ich. Ne, 6, okay. Hier auf dem Feld. Verstärken wir auf jeden Fall mal diese drei Einheiten. Oder ziehen wir mit dem schon zurück?
Warte mal. Seid ihr eingegraben? Nein, okay. Aber ich glaube, diese Position kann er maximal mit... Ja, mit 4 angreifen wahrscheinlich. Also das Problem ist, in dem Moment, wo Üsküp erobert ist, ist halt Serbien gefallen. Dementsprechend lassen wir da mal das französische Korps stehen. Ziehen euch nach dahin. Ziehen euch auch nach hier. So. Diese Position, finde ich, sollten wir noch eine Runde halten. Müssen wir noch eine Runde halten, besser gesagt. Dementsprechend verschanzen wir uns, glaube ich, mal. Dann sind wir direkt auf hier verschanzt, genau, weil es Gebirge ist. Da hat man dann instant eine Verschanzung. Und warum kann ich euch nicht verstärken, weil ihr Versorgung 5 seid? Oder habe ich schon irgendwas mit euch gemacht? Eigentlich nicht, gell? Genau, die Abteilung verstärken wir auf jeden Fall mal. Und euch können wir auch wieder verschanzen. Ihr deckt einfach euren eigenen Rückzug quasi. Den Rückzug eurer Landsleute. So. Und wir haben noch genügend Schiffe in Reichweite. Sollte da irgendwas auftauchen von Österreich, dass wir dann immer noch eingreifen können. Wir kriegen auf jeden Fall Putnik raus. Das ist sehr, sehr gut. Und wir kriegen, glaube ich, auch Jankovic raus. Und dann schauen wir mal, wie viele der Korps wir noch retten können. Bin ich da sehr gespannt. Wir könnten ihn eigentlich auch noch ein Feld zurückziehen. Warte mal. Ich habe Versorgung 4. Ah, okay. Ja, dieses Korps, das ist so ein bisschen exponiert hier. Ja, die kriegen auf jeden Fall 3, vielleicht sogar mehr Angriffe. Vielleicht auch 4. Vielleicht sogar 5. Sie kriegen auf jeden Fall keine Artillerieschüsse drauf. Ich meine, die Versorgung ist so oder so schlecht. Wir können eigentlich mit Jankovic gleich eins weiterziehen, oder? Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich würde sagen, so oder so ist die Operation... Schaut jetzt schon sehr nach einem Erfolg aus. Hier die... Wir müssten uns eigentlich einen Operationsnamen für diese Operation hier ausdenken. Die Räumung von Serbien und Albanien von der serbischen und albanischen Armee, so nach dem Motto, I shall come back. Douglas MacArthur, als er von den Japanern von den Philippinen geschmissen wurde. Genau. Ansonsten passt es eigentlich soweit hier an dieser Front. Schauen wir uns mal die Gesamtlage an. Wir haben jetzt hier in Richtung Osmanisches Reich gehandelt. Wir haben im Mittelmeer gehandelt. Wir haben auch an Serbien gehandelt. Kommen wir mal zur Westfront. Und an der Westfront, da könnten wir kleinere Entlastungsangriffe machen. Es ist ja eben Winter und es schneit auch schon in einzelnen Gebieten. Ich bin mir deswegen nicht so ganz sicher, ob hier so Angriffe wirklich gut sind. Es kann halt auch sein, dass die 0-1 ausgehen gegen uns und dann ist halt wieder blöd. Da frage ich mich, wieso können wir da jetzt nicht Elite verstärken? Ich würde da wirklich hier gerne die Erfahrung behalten. Ich würde lieber hier einmal verstärken, auf jeden Fall die Regimenter, die wir hier an der Front stehen haben. Vielleicht Nancy. Mal sehen. Genau, mit Großbritannien verstärken wir mal Bristol. Da können wir offenbar auch nicht Elite verstärken. Dann ist natürlich hier der Orden gleich weg. Trotz guter Versorgung. Genau, hier haben wir ja noch den Schlachtkreuzer Tiger. Den würde ich eigentlich ganz gerne zur Blockade bringen, habe ich mir überlegt. Genau, dich bringen wir zur Fernblockade und... Warte mal, dich bringen wir hier hin. Bringen wir dich noch zur Fernblockade und hier den Schlachtkreuzer Tiger zur Nordseeblockade. Mal, du könntest dann auch noch einen Punkt in der Fernblockade einnehmen. Ein französisches Schiff hier, der Gaidon Panzerkreuzer bei der Isle of Lewis, vermutlich. Genau. So, schauen wir mal, dass wir hier die
wirklich guten Punkte abklappern, weil gerade dieser Punkt hier, das sind halt drei Linien, die man, wenn man hier mit dem U-Boot steht, raiden kann. Oder auch hier. Dementsprechend sollten wir gerade diesen Punkt wirklich gut beschützen, weil wenn sich da ein U-Boot reinschleicht, dann ist es halt quasi vierfach schlecht eigentlich, weil das ist ein nationales Moralziel und es liegen hier drei Konvoirouten drauf. Das ist halt echt, echt schwierig. So, er könnte sich natürlich irgendwie oben oder unten positionieren, aber gerade die Position in der Mitte ist halt die mächtige, weil man da eben zwei Routen gleichzeitig raiden kann. Dementsprechend fahren wir, glaube ich, in der Mitte lang mit unseren Schiffen, genau. Gut, das also dann dazu. Hier haben wir noch ein Schiff, das wir nicht bewegt haben. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Dann ziehen wir uns mal ein bisschen zusammen hier. Gut, hier das Gebiet ist ja komplett vermint. Auch sehr schön. Und hier haben wir... Kommen wir zur Ostfront. Hier haben wir ein Kavalleriekorps. Das, glaube ich, lassen wir aber so stehen. Das brauchen wir nicht verstärken. Vielleicht mal ganz kurz noch hier. Finnischer Meer, mehr Busen, diese Front. Wir können diese Baltikum-Abteilung mal in Richtung Polen bringen. Die würde ich gerne hier in Lublin haben, genau. Und ansonsten, dieses Schiff hier haben wir ja letztes Mal verstärkt auf 5. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Ansonsten könnten wir mal hier rauslinsen. Hier sind also keine Schiffe, okay. Noch 12 Aktionspunkte. Wenn jetzt hier ein Schiff steht, dann haben wir natürlich einen Feindkontakt. Oh Gott, eine Seemine. Oh Gott, das habe ich ja gar nicht erwartet. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir... Warte mal, hat er noch 3 Aktionspunkte? Ah, verdammt. Ja, dann lassen wir ihn hier im Hafen in der Hoffnung, dass er jetzt einfach überlebt. Hier dieser Pre-Dreadnought, den könnten wir aber trotzdem mal angreifen. Mit diesem angeschlagenen Schlachtschiff. Nee, okay. Dieser Zerstörer hier liegt natürlich jetzt auch gefährlich. Wenn da jetzt ein Schiff kommt, setzen wir mal den leichten Kreuzer hier ein. Ja, ansonsten können wir nicht so viel machen, gell? Ich meine, wir könnten theoretisch mit dem Zerstörer Minen legen, aber... Das wäre natürlich auch eine Idee, gell? Jetzt selber noch hier irgendwie eine Mine in die Mitte zu platzieren. Können wir den nächsten Zug dann machen. Jetzt hat der Zerstörer erstmal keine APs mehr. Gut. Dann kommen wir zur Front. Hier sind verschiedenste Angriffe möglich. Also immer so 1-1er Angriffe. Bis auf hier aus Warschau sind tatsächlich 1-2er Angriffe möglich. Und Warschau ist auch ganz gut verschanzt. Hier... Dementsprechend glaube ich, dass wir diese Angriffe sogar machen. Und zwar hier auf dieses schwächere Korps. Ja, ziehen wir es durch. 5 sogar. Oh, 2. Okay, ärgerlich. Gut, hier sind auch 1-1er Angriffe übrig. Ich möchte aber lieber hier verstärken. Hier vorne. 62, 57 haben wir hier. Und die Versorgung ist auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wir machen das. Verstärken einfach. Auch hier könnten wir gegen angreifen, aber diese Position ist eigentlich ganz gut. Verschanzung ist da. Also kommt wieder. Nächste Runde. Und wir sind hinterm Fluss. Dementsprechend nicht die schlechteste Position. Wir könnten hier auch eine Abteilung einziehen. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht sollten wir die auch einfach rausbringen. Aber die hat eigentlich immer noch ganz gute Moral. Dementsprechend verstärken wir die einfach. Wir könnten, genau, wir bringen die mal in Richtung Front. Die müssen sich noch von ihrem Gewaltmarsch erholen. Dementsprechend gönne ich denen mal eine Runde hier hinten. Dieses Gardekorps, das können wir früher oder später auch einsetzen. Diese Abteilung muss natürlich verstärkt werden. Das kostet auch wenig. Okay. Ansonsten, hier ist noch eine Einheit beschädigt. Die würde ich auch gerne verstärken. Und jetzt ist natürlich auch interessant, wie läuft es gegen Österreich? Österreich, hier sind kaum Angriffe möglich. Das Einzige, was möglich wäre, ist diese Stellung hier anzugreifen. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Habe ich mich jetzt eigentlich mal dagegen entschieden. Wir rotieren ja tendenziell unsere Kurs jetzt immer ein bisschen in Richtung Norden. Deswegen machen wir das jetzt hier mal weiter. Hier diesen Bereich würde ich auch gerne nochmal verstärken. Und dann schauen wir mal, wir hätten hier theoretisch noch 2 Cores, die wir wieder auf volle Stärke bringen könnten. Dass da unser Nachschub vernünftig reinfließt.
Die Frage ist halt, ob wir mit den 150 MPPs von Russland jetzt nicht was anderes machen sollten. Vielleicht sollten wir wirklich Rumänien beeinflussen. Oder halt forschen. Ich glaube, forschen ist sogar gar keine so schlechte Idee. Wobei natürlich die Front halten muss. Das ist oberste Priorität. Schauen wir mal, ob er hier was in Hinterhand hat. Okay, er steht in zweiter Reihe. Aber ich meine, reingetauschte Soldaten sind jetzt nicht so stark, gell? Diese Angriffe, haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir könnten hier auch tatsächlich mal aufrücken. Die Versorgung ist eigentlich ganz ordentlich hier. Wir könnten hier ein bisschen Druck machen. Das würde ich tatsächlich nächste Runde mal machen, wenn diese Einheit, die wir ja gerade verstärkt haben, bereit ist. Dann können wir mit denen allen ein Feld nach vorne rücken, haben dann hier die Front geschlossen und haben mehr Optionen für Angriffe. Finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Gut, 150 MPP habt ihr noch. Genau, wir können die Garnison hier mit Gewaltmarsch hinbringen. Das finde ich eine sehr gute Lösung, dass wir hier die Front quasi geschützt haben gegen irgendwelche Sachen, die dieses Korps versucht. Eine Sache möchte ich allerdings machen. Ich möchte von Kolomea aus dieses Korps angreifen. Das ist ein erfahrenes Korps und hat hier Versorgung 3. Er will wohl hier diesen Pass sicher sperren mit diesem Korps und hier weiteren Vorstößen der Kavallerie vorbeugen. Ja, nutzen wir. Oh, sogar zwei abgezogen. Sehr gut, okay. Cool. Ja, nehmen wir. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir früher oder später hier mit dem Kavalleriekorps auch Schaden machen. Gut, ich meine, Bereitschaft und Moral sollte deutlich noch nach unten gehen durch Versorgung 3. Und dann schauen wir einfach, wie es läuft an dieser Stelle. Gut, ich würde jetzt sagen, wir schauen mal ganz kurz, ob in der Forschung was Wichtiges möglich ist. Also Grabenkriegsführung haben wir ja schon 4 Pips drin. Theoretisch könnten wir auch nochmal Industrietechnologie nehmen oder Infanteriekriegsführung. Ich finde Infanteriekriegsführung eine sehr, sehr wichtige Technologie, weil die gibt tendenziell 10% Moral und Bereitschaft, oder? Ne, nur Moral, okay. Ist aber wichtig genug. Dementsprechend glaube ich, machen wir das sogar. Infanteriekriegsführung noch einmal rein. Haben wir 800 für Forschung ausgegeben. Das ist, glaube ich, mehr als bei den Westalliierten, ja. Und dann schauen wir mal, wir könnten hier diese Einheit verstärken. Oder natürlich hier unten. Ich bin, wie gesagt, eher ein Fan davon, einfach einzelne Einheiten stärker zu machen, als mehrere Einheiten so halb durch Verstärkung. Wir sollten auf jeden Fall diese Einheit an der Front, diese eine Ten an der Front verstärken. Vorher. Dann schauen wir mal. Gut. Sonst ist nichts möglich. Hier unten könnten wir verstärken. Das brauchen wir aber nicht. Nehmen wir diese Einheit. So. Passt. Gut. Damit haben wir alle MPPs mit Russland aufgebraucht. Die Ostfront sollte relativ sicher stehen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht überraschend in Warschau einrückt. Also er hat 2 vorbereitete Angriffe. Kann wahrscheinlich noch mit 2 weiteren Korps und diesem Kavalleriekorps, vielleicht sogar noch mit diesem Korps angreifen. Ein bisschen schwierig. Wir haben hier allerdings Verschanzung 2 und das Korps ist jetzt auch nicht das schlechteste. 82 Bereitschaft, 91 Moral. Das ist schon nett. Sollte eigentlich kein Problem sein, hoffe ich. Dieses Korps ist ja auch auf 5. Das haben wir ja extra gerade angegriffen. Gut, das war's dann dazu. Die Ostfront ist auch abgehakt. Ich denke, das war's dann auch mit unserem Zug für dieses Mal. Schauen wir mal kurz durch, ob wir irgendwas vergessen haben. Das finde ich immer sehr wichtig. Eigentlich nicht. Warte, haben wir die Abteilung da unten auch bewegt? Ja, gell? Ja, okay. Ja, passt eigentlich. Sonst können wir nichts wirklich Wichtiges machen. Wir könnten hier noch ein paar Truppen verstärken. Genau, wir haben noch MPPs mit Frankreich. Das ist vielleicht noch wichtig. Ansonsten... Boah. Ich glaube, die können wir fast aber so stehen lassen, die französischen Truppen. Da würde ich jetzt tatsächlich lieber mit der Forschung ein bisschen hinterherkommen. Wir haben ja 3 Pips in Industrietechnologie. Einen in Produktion... Nee, 2 in Produktionstechnologie. Da würde ich gerne auch noch einen dritten reingehen. Haben wir noch 60. Genau. Und dann... Logistik wäre natürlich cool. Wir könnten natürlich auch in Panzerkrieg gehen. Jede neue Stufe in dieser Forschungskategorie erhöht die Einheitenmoral aller Panzerwagen und Panzereinheiten um 10%.
Das wäre natürlich schon cool. Panzerentwicklung, genau. Da müssen wir zwei Stufen, glaube ich, in Panzerkriegsführung erstmal erforscht haben, bevor Panzerkauf möglich ist. Dementsprechend machen wir das. Investieren wir hier rein. Wir wollen französische Panzer. Gut, Serbien hat noch MPP. Die werden wir aber brauchen, um die Einheiten zu verschiffen. Dementsprechend passt soweit. Bulgarien wird natürlich in den Krieg eintreten, wenn wir Serbien erobert haben. Wenn die Gegner Serbien erobert haben, so muss man ja sagen. Ja, ich hoffe einfach auch, dass Albanien hier hält. Theoretisch wäre es, glaube ich, nicht mal nötig. Also wäre es wahrscheinlich nicht mal nötig, dass diese Front hier hält. Aber natürlich ein Druck auf Tirana selber ist ein bisschen ein Problem, wenn man aus Tirana evakuieren will. Und wir müssen auch noch Üsküp halten, solange die serbischen Einheiten auf der Karte bleiben sollen. Deswegen schauen wir, dass wir peu à peu jetzt erstmal Putnik rausbringen, dann vielleicht ein Korps als nächstes rausbringen. Immer so eine Einheit pro Zug. Vielleicht sollten wir sogar ein französisches Korps da noch reinbringen, nur um den Rückzug zu decken. Mal sehen. Ja, weiß ich nicht. Das ist vielleicht eine Frage des nächsten Zuges speziell. Wir können ja von hier aus, glaube ich, in zwei Zügen. Zwei Züge brauchen wir. Wenn wir kreuzen, hier rüber. Wäre vielleicht sogar eine Option. Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut und... Nein, wir müssen auch auf den roten Knopf drücken. Ah, ich vergesse es immer. So, die Royal Navy schlägt Graf von Spee im Seegefecht bei den Falklandinseln. Sehr gut. Da erinnert ihr euch, da haben wir ja die... irgendein Schiff entsandt. So, Oberbefehlshaber der serbischen Armee, General Putnik. Tausende Serben der ersten und zweiten Generation, die in die USA ausgewandert sind, kehren nach Europa zurück, um sich unserem Freiheitskampf anzuschließen. Für 50 MPP verteilt für zwei Runden zu je 25 könnten wir aus diesen Freiwilligen eine Einheit bilden. Pass mal auf. Also es geht hier um Freiwillige aus den USA. Sollten Sie ja sagen, wird diese Einheit Ende Dezember 1914 in Monastir aufgestellt. Etwa 4000 Freiwillige trafen aus den USA ein und wurden zu einer freiwilligen Einheit formiert, die im Winter 1914-15 zunächst fern der Front diente, während sie ihre Ausbildung abschloss. Die Bildung dieser Einheit, ja, könnte sich als nützlich erweisen, da sie zum Schutz unserer Grenze zu Bulgarien beitragen und andere Einheiten ablösen könnte, ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, natürlich. Wo soll die aufgestellt werden? In Monastir. Das ist wo? Bin ich dumm? Wie die... Moment. Ketinje, Bitola, Pristina, Nisch. Ich sehe Monastir nicht. Warte mal, ist das jetzt eine spielmechanische Information? Warte mal. Sollten Sie ja sagen, wird diese Einheit Ende Dezember 1914 in Monastir aufgestellt. Muss ich jetzt googeln, wo Monastir ist? Das kann es doch nicht sein. So, das Rätsel hat sich aufgeklärt. Monastir ist der wohl irgendwie osmanische Name für Bitola. Warum auch immer Sie da Monastir genommen haben und nicht Bitola, weil auf der Karte steht auch Bitola, das ist halt verwirrend. So, wir müssen jetzt Folgendes uns klar machen. Die Einheit wird kommen am... wo eigentlich? Wann eigentlich? Warte mal. Ja sagen können Sie jetzt nützlicherweise und so weiter. Ende Dezember. Ich finde das eigentlich gut, wenn wir diese Abteilung kriegen. Das Problem ist, das kostet ganze 50 MPP. Ich glaube nicht, dass wir uns die leisten können. Das Verschiffen eines Befehlshabers kostet irgendwie 30 oder so. Und es ist eine wirklich schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, wir machen das nicht. Weil ich möchte nicht riskieren, dass uns dann die MPPs ausgehen, Einheiten zu verschiffen mit Serbien. Und das wäre echt ein Problem. Und dementsprechend machen wir das nicht. Nee, sorry. Dafür haben wir nicht die Ressourcen. Wenn da ein anderes Land dafür bezahlen könnte, ja. Aber... es geht nicht. So.
Oberbefehlshaber Großfürst Nikolai, wir verfügen derzeit über 2 im Vereinigten Königreich gebaute Passagierschiffe der russischen Dampfschifffahrtsgesellschaft, die sich für den Umbau in Flugzeugmutterschiffe eignen würden. Die Arbeiten könnten in Sewastopol durchgeführt werden und würden uns 100 MPP kosten, verteilt auf 2 Runden zu je 50 MPP. Wollen Sie die Zahlung für dieses Flugzeugmutterschiff autorisieren? Also da geht es wohl um einen Flugzeugträger. Sollten Sie sich für ja entscheiden, wird das Flugzeugmutterschiff Imperator Nikolai der Erste, also Kaiser Nikolai der Erste muss es wohl heißen, das ist ein Übersetzungsfehler, schätze ich. Oder Zar Nikolai der Erste. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, um welchen Nikolai es da geht. Weil Russland war ja lange ein Zarenreich und später dann ein Kaiserreich. Im März 1915 Sewastopol stationiert. Im Februar 1916 bombardierten und versenkten Flugzeuge von diesem Schiff und von der Kaiser Alexander I. das osmanische Kohlenschiff Irmingard. Okay. Die Irmingard war das größte Schiff, das während des Ersten Weltkriegs durch Luftangriffe versenkt wurde. Einfach weil ich Flugzeugträger liebe, glaube ich, werden wir das tun. Wir autorisieren die Zahlung mit Russland. Gut. Und das Flugzeugmutterschiff Glindvr wird in Dienst gestellt, okay. Und, oh mein Gott, Leute, es ist unglaublich. Außenminister verkündet diplomatischen Erfolg, Norwegen Entente 7%. Sehr, sehr schön. Und Seeeinheiten der Entente im Norden von Schottland blockieren Importe ins Deutsche Reich, okay. Und in der Nordsee natürlich auch. Nach Abschluss seiner Ausbildung wird Ernst Jünger an die Front versetzt. Wer ist das gleich? Den kenne ich tatsächlich jetzt nicht. Tomáš Masaryk geht ins Exil, um Unterstützung für die tschechoslowakische Unabhängigkeit zu sammeln. Das ist, glaube ich, auch später. Ich nagelt mir nicht fest, aber ich meine, das war doch später so ein halbautokratischer Präsident von der Tschechoslowakei. Hm. Wissenschaftler berichten über Fortschritte bei der Produktionstechnologie. Oh, sehr schön. 99%. Und Industrietechnologie. Oh, das ist so wichtig. Auch Frankreich. Wow, sehr gut. Okay. Wir nehmen 100 MPP hier ein. Oh Gott, Basra, General Hamilton, Bildung ein und dann Armee Russland. Das kostet so viel, unglaublich. Fast 200 MPP geben wir hier aus. Aber die Konvois bringen uns natürlich wirklich gut Einnahmen. Auch wieder keine U-Boot-Störungen. 350 mit Frankreich, Italien 10, Serbien 14. Russland und Mittelstaaten 238. Da zählt Albanien eben auch dazu. Und die USA 0. Gut. Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich diesmal jetzt wirklich fürs Zuschauen und bis dann, macht's gut und Servus.